Julian, heute machen wir diesen leckeren Bratwurst-Laugenburger. Los geht's! Erst nehmt ihr eure grobe Bratwurst und schlitzt die einmal auf. Dann kommt ein bisschen Paprikamark hinein und ein Stück Käse. Darum wird ein bisschen Bacon gewickelt. Ihr wollt, könnt ihr den Bacon auch mit Zahnstochern fixieren. Merkt euch nur, wo ihr diese reingesteckt habt, damit ihr diese später vor dem Essen wieder rausziehen könnt. Falls ihr keinen Paprikamark zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch Tomatenmark nehmen. Die Anzahl der Baconstreifen kann natürlich auch variiert werden. Bratet ihr eure Bratwürste in einer Pfanne ohne Fett an und wartet, bis diese fertig sind. Nach kurzer Zeit könnt ihr auch schon ein bisschen Zwiebeln dazugeben und diese ein bisschen in dem Fleischsaft schmoren lassen. Jetzt kommen wir auch schon zu belegen. Dafür nehmen wir einfach ein Laugenbrötchen, schneiden es auf und geben erstmal ein bisschen Paprikamark auf die Ober- und Unterseite. Jetzt kommt ein bisschen Sauerkraut auf das Paprikamark drauf und dann auch schon eine halbierte Wurst. Jetzt folgen noch eure geschmorten Zwiebeln und ein bisschen Rucola, wenn euch das Ganze schmeckt. Dann kommt der Deckel drauf und alles ist fertig. Jetzt gibt's noch einmal die Zutaten zum Screenshotten. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr es teilt und liked.